Heute zeige ich euch, wie ihr euer Android-Handy designtechnisch aufwerten könnt. Jeder hat seinen eigenen Stil, auch was die Oberfläche seines Handys betrifft. In diesem Tutorial möchte ich euch meinen vorstellen und euch somit etwas inspirieren. Einer der großen Vorteile am offenen Android-System ist und bleibt die hohe Anpassbarkeit, wovon man bei anderen Systemen wie iOS nur träumen kann. Eine große Hilfe dabei sind sogenannte Launcher, die es erlauben, die Benutzeroberfläche komplett abändern zu können. Ich selbst habe einige davon für den Wettbewerb Jugend testet, welcher von der Stiftung Warentest ausgetragen wird, genau unter die Lupe genommen und nutze den Testsieger Holo Launcher HD. Dieser bildet die Grundlage meines angepassten Android-Systems. Ich persönlich finde diesen am besten und würde ihn deshalb euch auch gerne ans Herz legen. Allerdings gibt es auch andere Launcher, die vielleicht besser zu euch passen würden. Probiert doch mal ein paar aus. Holo Launcher HD ist auf jeden Fall mein Favorit und hat einige interessante Funktionen parat. Des Weiteren ist er unglaublich anpassbar. Diese Anpassbarkeit bietet jedem, was er braucht. So kann man beispielsweise auch benutzerdefinierte Icons verwenden. Hier nutze ich in meinem Dock ein Icon Pack von DeviantArt, welches etwas an die Icons des Apple-Betriebssystems iOS erinnert. Man kann aber auch jedes andere Bild hierfür verwenden. Wenn ich mein Handy entsperrt habe, so bemerkt man zusätzlich zum Launcher auch ein Widget, welches die aktuelle Uhrzeit, das Wetter und das Datum anzeigt. Dieses Widget ist Teil von Beautiful Widgets Pro und ist auch genau an eure Bedürfnisse anpassbar. Hier nutze ich das Uhrdesign S4 KitKat Clock Now, das Wetterdesign HTC Sense und als Anordnung Home Widget Legacy. Ist echt gut gelöst, finde ich. Vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, aber mein Handy, das S10 P6 von Huawei, hat normalerweise Software-Tasten, sogenannte Softkeys. Diese habe ich mit der App AutoHide Softkeys entfernt, sodass diese nur noch auftauchen, wenn ich die auch benötige. Dazu muss ich nur unten mittig kurz nach oben ziehen und schon kann ich diese wieder nutzen. Funktioniert derweil ganz gut und hat außerdem den Vorteil, dass mehr vom Display verfügbar ist. Leider funktioniert diese App allerdings nur mit Root-Zugriff. Download-Link dazu und auch zu allen anderen Apps findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt,